In der Nähe von Innsbruck gibt es ein Fußballturnier namens Bene Kickts. Dort spielen jedes Jahr etwa 30 Teams mit und es werden Gelder in Höhe von über 10.000 Euro jedes Jahr gesammelt, die an Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gespendet werden, die einen akuten Bedarf haben. Wie ihr festgestellt habt, beinhaltet der Name Bene Kickts auch meinen Namen Bene. Das ist ein kleines Wortspiel aus Bene, Kicken und Benefiz. Nachdem das Turnier für mich initiiert wurde, organisiere ich es inzwischen mit meinen Freunden gemeinsam. Bin quasi inzwischen eigentlich sogar der Hauptorganisator. Und an dem Tag wird aber mehr gemacht als nur ein Fußballspiel. Oder es wird mehr als nur gekickt. Es gibt ein breites Rahmenprogramm, inklusive Rollstuhlsport zum Selbstausprobieren. Es ist einfach ein spaßiger Tag, an dem die Leute zusammenkommen und der ein fixer Bestandteil ihrer Jahresplanung schon geworden ist. Hätte mir aber vor 10 Jahren jemand erzählt oder gesagt, dass ich mal ein Fußballturnier organisiere, bei dem ich selbst nicht mitspielen kann, hätte ich gesagt, das mache ich sicher nie. Doch es ist anders gekommen. Bene Kickts ist ein fixer Bestandteil meines Lebens. Es hat dazu geführt, dass ich neue Freunde kennengelernt habe. Alte Freundschaften hat es vertieft. Es hat mein Selbstbewusstsein gestärkt und ist eigentlich sogar Teil meines Selbstverständnisses geworden. Wenn ich von Anfang an nur gedacht hätte, dass ich nicht mehr kicken kann oder keinen Sport mehr machen kann, dann wäre es sicher nicht so weit gekommen, dass Bene Kickts nächstes Jahr schon zum 10. Mal stattfindet. Aber am Anfang von was eigentlich? Am 30. Dezember 2010 hatte ich einen Snowboard-Unfall. Ich bin Kopf voraus gegen einen Stein gekracht und durch die Stauchung ist mein 6. Halswirbel zertrümmert worden und hat meinen Rückenmark durchtrennt, was eine komplette Querschnittslähmung ab dem 6. Halswirbel eben bedeutet. Nach der Operation und 4 Wochen in der Klinik in Innsbruck war ich für ein halbes Jahr in der Reha in Bad Hering. Ab hier spüre ich inzwischen eigentlich nichts mehr ab der Brust. Und auch in den Armen und Händen ist die Funktion, ist die Sensibilität sehr eingeschränkt. Auch kann ich ab der Brust etwa keine Muskeln mehr ansteuern. Und auch in den Armen, also der Bizeps geht zum Beispiel noch voll, aber der Trizeps hat nur noch eine minimale Funktion. Das Handgelenk funktioniert noch, aber die Finger kann ich nicht mehr einzeln bedienen. Greifen gelernt habe ich über die sogenannte Funktionshand. Wenn ich mein Handgelenk locker lasse, sind die Finger ausgestreckt. Wenn ich mein Handgelenk anziehe, gehen die Finger zusammen. Die ganzen Sachen neu zu lernen nach dem Unfall war ein ganz schöner Haufen Arbeit. Das kann ich euch sagen. Aber ich habe dann ziemlich schnell gelernt, mich selbst an- und auszuziehen. Dauert natürlich ein bisschen länger. Und auch Autofahren ist heute kein Problem. In der Zeit nach meinem Unfall habe ich gemerkt, dass ich mich verändert habe. Und auch die Einstellung zu vielen Dingen eine andere geworden ist. Ich bin gelassener und ruhiger geworden. Vor dem Unfall war ich eher angespannt und umtriebig. Habe mir zu viel in den Tag gepackt. Oder ich habe es zum Beispiel gehasst, auf Leute warten zu müssen. Und durch meine Querschnittslähmung brauche ich für viele Dinge einfach viel, viel länger. Daraus habe ich die Erkenntnis gezogen, einfach ruhiger und entspannter an anderes ranzugehen. Ich kann zum Beispiel, ich lebe echt so ein bisschen mehr im Moment, habe ich gemerkt, so abgedroschen es auch klingen mag, und denke nicht gleich wieder, was steht als nächstes an. Zum Beispiel hole ich mir auch keinen Coffee to go mehr, obwohl ich so mobil bin. Ich genieße meinen Kaffee, meinen Espresso beim Italiener lieber am Tisch, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und auch mit anderen Menschen bin ich geduldiger geworden, wovon sie, aber auch ich profitiere.
Am meisten aber profitiere ich von einer Sichtweise, die ich irgendwie immer schon wahrscheinlich in mir getragen habe, aber die ich seit meinem Unfall oder vor allem nach dem Unfall mehr gebraucht habe denn je. Das Sehen, was ich kann. Und das möchte ich euch nun anhand von drei Beispielen kurz erklären. Wenn mir mal vor meinem Unfall jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal nicht mehr gehen kann und dadurch auch keinen Sport mehr machen kann, hätte ich wahrscheinlich etwas hochmütig begegnet, dann macht das Leben ja auch keinen Sinn mehr. Genau das hat ein kleiner Junge mal gesagt, als er mit seiner Mutter in den Bus gestiegen ist und mich gesehen hat. Die Mutter wäre am liebsten im Boden versunken, was im Bus aber echt nicht so einfach war. Ich war dem Jungen aber eigentlich echt dankbar für die Aussage, weil als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich bin über den Punkt kein Sport mehr hinweg. Das macht mir gar nichts mehr aus. Ich habe mich nämlich vor meinem Unfall selber meine sportlichen Leistungen definiert. Doch heute sehe ich einfach viel mehr, dass mich mehr ausmacht. Aber trotzdem denke ich immer noch, wenn es jetzt einen halben Meter Neuschnee hat, denke ich natürlich immer noch kurz dran, dass jetzt ganz geil wäre, snowboarden zu gehen. Aber das sind eben kurze Momente und ich denke wieder an andere Dinge oder widme mich anderen Dingen. Im zweiten Beispiel geht es darum, Hilfe anzunehmen. Durch meine Situation im Rollstuhl war ich von einem Moment auf den anderen auf extrem viel Hilfe angewiesen. Und auch heute noch brauche ich in vielen Situationen Unterstützung. Zum Beispiel, um Treppen hochzukommen. Vor dem Unfall dachte ich, ich muss alles alleine machen. Doch ist es gut, alles alleine zu machen? Ich denke nicht. Gemeinsam kommt man auch auf viel bessere Ideen und Lösungen. Ich schätze es auch heute viel mehr, in Teams zu arbeiten. Zu dieser Erkenntnis hat mein Unfall auf jeden Fall beigetragen. Aber natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel wird man mit dem Alter auch ein bisschen reifer und denkt anders über Dinge nach. Das dritte Beispiel handelt davon, dass meine Herangehensweise auch dazu beigetragen hat, dass ich meine Frau Anna Barbara kennengelernt habe. Dazu muss ich euch kurz von meinem ersten Besuch bei ihr in Berlin erzählen, als wir noch gar nicht zusammen waren. Ich bin allein mit dem Zug von Innsbruck nach Berlin gefahren. Am Vorabend der Reise habe ich mir gedacht, was hast du denn eigentlich vor? Lohnt sich das? Interessiert sich überhaupt für dich? Und sollst du das trotz deiner Unsicherheit und dem ganzen Aufwand, das war erst meine zweite Zugfahrt im Rollstuhl, wagen? Ich habe mir gedacht, wenn es schief geht, auch egal, und habe es durchgezogen. Aber es war die nervöseste Zugfahrt meines Lebens. Während unserer Beziehung habe ich gemerkt, dass ich ihr genauso viel geben kann, wie sie mir. Und sie genauso unterstützen kann, wie sie mich. Vielleicht nicht unbedingt als Möbelpacker oder Hilfe beim Schneeketten anlegen, aber immerhin als ständige Sitzgelegenheit. Nach dem Unfall war es nämlich für mich echt nicht vorstellbar, eine funktionierende, gleichberechtigte Beziehung zu führen. Ich habe durch unser gemeinsames Leben sehen gelernt, was ich eigentlich alles bieten kann oder was ich kann. Zum Glück hatte Anna Barbara von Anfang an die richtige Perspektive auf meine Behinderung. Sie hat sie so viel wie nötig und so wenig wie möglich gesehen. Und heute in unserem Alltag hilft sie mir so viel wie nötig, lässt mich aber auch so viel wie möglich alleine machen. Danke dafür. Nachdem ich die drei Beispiele, die ich gerade erzählt habe, aufgeschrieben habe, ist mir eins aufgefallen. Die haben alle etwas gemeinsam. Meine Herangehensweise hat immer dazu geführt, dass mein Selbstbewusstsein wieder gestiegen ist. Das lag vielleicht daran, dass ich mich nicht immer mit anderen Menschen in meinem Umfeld verglichen habe. Ich war zwar immer schon sehr, sehr ehrgeizig, musste aber nicht unbedingt besser sein als jemand anderes.
sondern habe halt versucht, so gut zu sein, wie ich kann. Weil irgendjemand anders ist ja immer besser als man selbst. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich meine Behinderung nicht wieder loswerden wollte. Aber es haben sich viele positive Dinge ergeben, die ohne den Unfall wahrscheinlich nicht passiert wären. Und trotz meiner Behinderung will ich immer noch einfach Bene sein. Ich definiere mich nicht über meinen Körper, genauso wie andere Menschen ja auch nicht über ihren Körper definiert werden wollen. Ich möchte euch auch hier nicht groß belehren, sondern einfach einen kleinen Denkanstoß geben, dass man mit einer anderen Perspektive auf Problemsituationen neue Möglichkeiten erkennen kann. Vertraut in euch selbst und seht, was ihr leistet und nicht, was ihr nicht geschafft habt. Es ist nämlich möglich, aus einer schwierigen Situation Kraft zu schöpfen, wenn man diese neuen Möglichkeiten erkennt. Bei mir lag es auch am starken Umfeld und guten strukturellen Bedingungen. Doch es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Es liegt daran, dass die Umgebung, wird ja nicht immer extra eine Rampe für jemanden gebaut, wie hier, und die Gesellschaft auf Menschen ausgelegt ist, die keine Einschränkungen haben. Zum Beispiel, wenn alle Busse und Haltestelle, ganz einfaches Beispiel, barrierefrei wären, dann wäre nicht nur mir, sondern auch älteren Menschen und Eltern mit Kinderwagen geholfen. Deshalb versucht doch mal mit mir die Perspektive zu wechseln. Es wäre schön, wenn die Gesellschaft bei Menschen mit Behinderung sehen würde, was sie können und nicht in erster Linie die Einschränkungen wahrnehmen würden. Mir ist aufgefallen, ich werde extrem oft auf dieses sogenannte Exoskelett angesprochen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Roboteranzug, bei dem die Beinbewegungen mechanisch erzeugt werden. Die Leute sagen dann zu mir, es wäre doch toll, dann kannst du wieder gehen und bist auf Augenhöhe mit uns. Ich will aber gar nicht so ein Exoskelett. Weil erstens, Augenhöhe kann rein physisch auch dadurch hergestellt werden, wenn sich jemand zu mir setzt. Und psychisch ist es sowieso was anderes. Und zweitens sollen die Leute lieber sehen, dass ich mich in der Stadt doppelt so schnell fortbewege wie Sie als Fußgänger. Mit so einem Exoskelett würde ich 1-2 Kilometer in der Stunde schaffen. Und wenn ich dann endlich irgendwo angekommen bin, müsste es mir noch jemand helfen, 10 Minuten abzubauen. In der Zeit hätten wir schon lange Bier trinken können, auf Augenhöhe. Vielleicht hilft es doch, den sogenannten Babyblick zu üben. Beim Blick auf den Nachwuchs denken doch auch alle nur an das Positive. Kein Mensch beschwert sich darüber, dass ein Baby überhaupt nichts kann. Aber jeder freut sich, wenn es die geringste Kleinigkeit lernt. Deshalb vertraut in euch selbst und in andere Personen und seht, was ihr und sie können. Mir hilft es jedenfalls, weiter voranzurollen.